Einen wunderschönen 1. Mai, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Also, Adrian und ich kommen jetzt erst vom Spaziergang zurück. Es ist jetzt 12. Wir waren um 8:30 los, haben jemanden getroffen, haben so lange gequatscht draußen, ich glaube das gar nicht. War aber super nett, es war wirklich sehr, sehr, einfach sehr nett, ne, wenn man so Leute trifft. Und wir werden ja heute mit meiner Schwester grillen, das hatte ich ja schon mal erzählt, und habe schon mal jetzt ein bisschen was rausgeholt aus dem Gefrierschrank. Das wird langsam echt höchste Zeit. Um 3 ungefähr hole ich meine Schwester und meine Nichte ab. Dafür muss ich noch den Sitz rauskramen, fällt mir gerade noch so ein. Den Autositz, Kindersitz. Und ja, wir wollen jetzt aber vielleicht eine Kleinigkeit frühstücken, oder vielleicht einfach normal frühstücken. Denn gegrillt wird heute später. Das heißt, wenn wir erst gegen 4 oder so wieder zurückkommen, das ist ja schon fast abends, wo wir grillen. Ja, ich habe hier schon mal was rausgeholt. Es war ja tiefgefroren. Das kann nämlich ein bisschen auftauen. Garnelenspieße wollte ich nochmal machen. Und Adrian hat das Fleisch irgendwo in die Sonne, glaube ich, gelegt oder wo. Hat das Fleisch weg. Irgendwo hat es das Fleisch in der Sonne platziert. Da. Das muss auch auf jeden Fall nochmal auftauen. Ja, also ich werde jetzt aber ganz schnell Frühstückstisch decken. Denn er steht auch noch nicht gefrühstückt, ist auch gerade aufgestanden. War gestern relativ spät im Bett. Wir alle waren total spät im Bett eigentlich. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Frühstück bei uns. Wir wollen gleich frühstücken. Ich habe schon mal alles so ein bisschen hingestellt. Hier schon mal was rausgeholt, was halt aufgetaut werden muss. Und das schon mal hingelegt, dass wir das nur noch reinschieben. Er macht sich auch lecker Frühstück. Jo. Ich habe schon gerade gesagt, ach so, guten Morgen. Ja. Toastbrot mit Nutella und Banane, das ist richtig mega. Ich glaube, ich esse auch ein Toastbrot. Schon lange nicht mehr gemacht. Guten Appetit. Hier fehlt nur noch irgendwie so ein Spiegelei oder so, habe ich das Gefühl, ne? Aber nun gut. Wir frühstücken jetzt und mein Schnucki hat lecker. Du hast noch Fisch. Joghurt. Ja, ich habe Fisch hier schon. Das hier ist auch Lachs, genau. Und vielleicht esse ich noch ein bisschen was von meinem Quarkauflauf von gestern. Mal schauen. Fehlen hier noch ein paar Beeren. Jo. Guten. Hier brate ich schon mal die Gnocchis an. Habe schon Kartoffeln aufgesetzt, damit ich es nicht vergesse, wie damals bei meiner Mutter, als sie hier war. Habe ich vergessen, Kartoffeln zu kochen. Und jetzt würde ich ganz gerne einmal Knoblauch anrühren. Das habe ich euch schon mal ein paar Mal gezeigt. In unserem Knoblauch ist einfach Frischkäse drin und Schmand. Diesmal habe ich hier 1,5 Packung Frischkäse und 2 Becher Schmand. Ein paar Salatgewürze halt von Ankerkraut gebe ich dazu, frischen Knoblauch und Dill und Petersilie kommen dazu. Genau. Und dann ist es im Grunde alles fertig. Einmal zum Gnocchi-Salat, ihr Lieben, hatte ich schon mal gemacht, und zwar brauchen wir Rucola dafür, Radieschen, Zwiebeln, Gurke, Frühlingszwiebeln, Tomaten, ein bisschen Gewürz, je nach eurer Wahl, Knoblauchöl habe ich jetzt, das ist super lecker, und natürlich Gnocchis, die sind hier fertig. Das alles wird kleiner geschnitten, also ja, Rucola-Salat, vielleicht einfach so solche Stückchen, einfach nach Geschmack, so wie ihr mögt, und das wird aber ein bisschen kleiner geschnitten. Genau. Ich würde sagen, ich lege jetzt mal los. Und tada! So Leute, ich habe jetzt nicht alles einzeln aufgenommen. Ne? Also wir haben Salat, habe ich gezeigt, wie ich es gemacht habe. Das ist eigentlich total easy. Gemüse habe ich dazu geschnitten. Krautsalat, genau, Knoblauch, Bärlauch. Bärlauch, wie kann man das nennen? Also Bärlauch mit Frischkäse einfach vermischt. Und den Gnocchis kann man dazugeben. Also ihr könnt gerne das halt
mit dazu geben und vermischen. Ich habe es erstmal nach draußen gestellt. Ich habe gedacht, weil sonst weicht das alles so auf. Weil es dauert ein bisschen, bis wir essen. Und hier werde ich gleich mal die Spieße vorbereiten. Käse werde ich dann auch so ganz normal anbraten, weil mit dem Grill klappt es nicht so gut. Kartoffeln sind auch bald fertig, hoffe ich. Das sind neue Kartoffeln, habe ich diesmal geholt. Genau, die Spieße werde ich jetzt einfach mal vorbereiten. Dafür wasche ich es dann noch ganz kurz ab und spieße sie erstmal auf. Ich sag mal, eigentlich total easy. Mit ein paar Kräutern, ein paar Gewürzen einfach und dann kann man die nämlich auch gut entweder grillen oder halt anbraten. Ich würde eigentlich fast tendieren, dass ich sie anbrate. Geht nämlich schneller und ja, verbrennt nichts. Wir haben gerade hier eine Spinne gerettet. Ich mach schnell auf. Da. Krabbel mal weiter. Was? Will sie nicht zerquetschen. Komm her. Und weg. Da. Okay. Und ciao. Abgeseilt hat dieses. Also Ash, hast du für die Schule was gemacht? Ja. Ja? Achso, na gut. So Leute, und ich habe das Gefühl, so ich renne von A nach B, Adrian hat den Grill angeschmissen, er will Heringe grillen, er will Karottensuppe kochen, frag mich nicht, wie er das alles machen will, aber nun gut. Und ich fahre bald los, meine Schwester abholen. Die Spieße werde ich nur noch einmal gleich mit Knoblauch, also Trockenknoblauch, diese Gewürze sind für alles gut, diese Salatgewürze von Ankerkraut. Und einmal Bärlauchsalz wollte ich darauf streuen gleich. Also kommt ein bisschen Öl darauf, diese ganzen Kräuter. Und dann sind die eigentlich auch schon fertig zum Anbraten oder zum Grillen. Dann qualmt die alles voll. Also, er macht sein Experiment da mit seinem Grill. Und ich würde ganz gerne für meine Schwester und für mich einmal Nachtisch machen. Und zwar, diesmal habe ich eine Mascarpone, griechischen Joghurt und einmal diese Kondensmilch gekocht. Die habe ich noch vom letzten Mal. Die ist nicht schlecht, die hält echt ewig lange. Das heißt, ich werde ein bisschen Mascarpone dazu geben, statt Quark halt Naturjoghurt bzw. so ein griechischer Joghurt. Das wird zusammen vermischt und dazu brauchen wir noch diese wunderschönen Mintbeutel. Aber davon werde ich nur 3 oder so reintun pro Schale. Mäuse, du willst so einen Nachtisch nicht, ne? Ne? Okay. Dann genau, erstmal kommen die Mintbeutel da rein und dann die Creme drüber. Also, ich gehe jetzt einmal ganz kurz den Sitz rauskramen. Hier ist alles soweit fertig. Mein Schnucki wuselt da rum. Ach, das Fleisch. Das Fleisch wollte ich noch rauspacken auf den Teller. Und dann nehme ich hier mal aus der Sonne raus. Boah,
So, und dann kann auch das gleich gegrillt werden. Ich fahre jetzt gleich los, Leute. Das ist hier alles soweit fertig. Fleisch ist sogar aufgetaut. Mein Schnucki sieht zu, dass jetzt sein Grill da noch anbleibt. Wenn das Holz weg ist, dann ist es echt aus, das Feuer. Genau, und das brate ich dann gleich an, wenn ich dann wieder da bin. So, Schnucki, du hast alles im Griff? Nein? Ich auch nicht. Na gut, ich düse mal los. Max schreibt. Mal gucken, wann wir heute Leo bekommen. Hä? Gar nicht geschrieben. Na gut. Also ich fahre jetzt einmal schnell los. So, meine Freunde, ich bin im Auto. Er hat mir geholfen, netterweise diesen Sitz rauszupulen. Der war nämlich bei uns in der Garage so ein bisschen eingebuddelt. Und gestern hatte ich irgendwie keinen Nerv, den mehr rauszuholen. Also, Sitz ist drin. Ich hoffe, dass sie da reinpasst. So, nur kann man ja auch, glaube ich, das Kopfteil so ein bisschen erhöhen. Und die Puppe liegt da noch. Guck mal, die bekommt sie ja noch gleich. Ich würde sagen, wir düsen jetzt mal ganz schnell los. Es ist auch schon halb drei. Was? Leute, Diesel kostet 1,55. Danke, ist nochmal ganz schnell. Ich habe schon ein bisschen was verfahren. 1,55. Schon lange, lange nicht gehabt. Hallo, so, wir sind Junge. Zu Hause. Das ist der Star-Friseur hier. Der ist auch zuständig hier. Der hat Farbe in der Glatze verpasst. Ja, wir hätten 9 mm, wie sagt man dazu? 3, 3, 6, 9. Wir sind zu Hause. Was ist da aus? Mama hat Fanta geholt und von deiner Tante bekommst du noch das hier. Darfst du ausgeben. Warum? Du musst essen gehen. Okay, essen gehen hier und deine Fanta. Für sie ist nur. Fanta. Zuckerplörre. Bisse. Ja. Fast, ne? Ich hol mal die Sachen mit raus. Ah? An deinem Papa bekommst du eine Zelda. Ja, wieso? Fanta ist besser. Ich habe für Ash an der Tanke Fanta gekauft. Ja, noch ein bisschen. 2,80. Dann machen wir einen Stoß nach oben. Du holst uns noch. Ja. 1,71, fehlen noch 13 Millimeter. Die Kamera hatte gerade irgendwie so einen Blaustich. Also, ich mache noch einmal ganz kurz hier das Essen zu Ende. Dann kann ich gleich alles auf den Grill schmeißen. Und hier werden schöne Fotos gemacht. Auf der Couch. Voll süß. Und genau, ich brate jetzt hier den Käse an, dann kommen die Spieße rein und dann muss ich noch über diese Pommes-Gitter-Kartoffeln machen. Und dann können wir auch schon essen. Die müssen noch gleich. Genau. Die Kleine muss noch ein bisschen warm werden hier. So, die Spieße sehen schon mal lecker aus. Die riechen so gut. Der Käse ist auch schon gleich fertig. Genau, und dann können wir auch schon wirklich essen. Weil irgendwie haben alle Hunger. Es gibt hier Süppchen zum Probieren. Guten Appetit, ihr Lieben. Sieht, weißt du, wie das aussieht, Schnucki? Ich sag's lieber nicht. Hab ich schon gesagt, wie das von der Kuh, ne? Ja, genau. Also so sieht's jetzt hier aus. Das war so, Leo ist jetzt zu uns gekommen. Guck mal. Das ist ein Provittenbüschel gekommen. Ja, ist mal was essen. Guck mal, das ist mal was zu essen. Leo, wo ist dein Essen? Ah? Er will gestreichelt werden, ne? Willst du gestreichelt werden? Ja. Das ist müde. Ein bisschen aufgewühlt, ne? Süß. Hier wird Leo gerade gejagt. Na komm, Leo mag das total gerne. Und die Kleine rennt hinterher. Schneller, schneller. Komm. Schneller, schneller. Guck, wie schnell der ist. Na gut, ab nicht. Zack. So, Leo, wo ist ich? Lass uns weg. Ich räume gleich mal ein paar Stühle vielleicht mal weg, ja. Lieber, ne? Oh Mann! So, Leo braucht Auslauf. Mach kurz mal um. Na? So. Na los! Komm, laufen! So nach und nach räumen wir alles so ein bisschen ab. Und dann wollen wir gleich ein bisschen raus. Und ich glaube, vielleicht braucht sogar Leo Auslauf. Ich weiß es nicht. Los! Ja. Wir gehen jetzt eine Runde mit Leo raus. Die Kleine hat ihn an der Leine. Leo, komm! Komm! Oh! Wie steht sie jetzt? Leo zieht ganz schön. Und die Kleine muss immer hinterher laufen. Komm! Ja, Biggie. Die Kleine muss ihm hinterher laufen. Weil er so zieht. Er zieht total. Leo dreht mit uns Karussell. Oder ist ihm schlecht?
Leo ist so schwindelig. Entschuldigung, Leo! Will er runter? Leo, runter? Willst du runter? Er wird schon springen. Er kann das nicht zuordnen, ne? Was er wird ist. Schon springen, wenn er drunter will, glaube ich. Meinst du nicht? Weiß ich nicht, traut sich nicht. Er muss nur noch spucken oder so. Auf jeden Fall liegt er. Was macht er denn da? Er guckt. Ach so, schnüffelt? Ach so. So, hier wird jetzt Leo gefüttert. Wie süß. Machst du gut. Gut. Ja. Leo ist so kaputt, Leo. So, wir kommen jetzt vom Spaziergang und wollen Schwester den Nachtisch. Schmücki und du? Was schön, du was essen? Was mit dir? Bist du auch Nachtisch? Verbeeren? No. Hier. Super. Was Schmücki ärgert gerade Leo mit dieser Puppe. Mit Elsa. Mit oder Elsa. Anna, oder wer das ist. Das ist Elsa. Weil Leo, der haut gleich ab. Ja, genau. Wollen wir nächstes auch hier mit Anna unterwegs? Okay, macht Spaß, ne? Und Leo bellte gerade die ganze Zeit. Nee, der ist weggehauen, nur abgehauen. Leo, du weg. Oma und Schnucki. Lass ihn. Der kriegt nachher Eisprommel von Elsa und Anna. Ja, genau. Ja, die hört nämlich nicht mehr auf da. Nee, genau. Anna bringt auch jeden Quatsch. Ich bin zurück. Habe meine Schwester und meine Nichte weggebracht. Die fahren morgen nach Hause. Das war so ein schöner Tag. Ich habe auch gar nicht so viel aufgenommen, nur so ein bisschen. Das ist immer schwierig, so, wenn man sich so lange nicht gesehen hat. Also gut, wir haben es zwar hier gesehen, aber es ist, wenn man halt Besuch hat und kann man nicht immer die Kamera irgendwie rausholen. Leo ist im Bett. Also auf dem Weg hierher habe ich dann einen Hasen überfahren. Der lief mir direkt vors Auto, obwohl ich nur 50 gefahren bin. Konnte auch gar nicht mehr bremsen, ging gar nicht mehr. Also der ist direkt vor die Reifen, da hat es nur noch Bum Bum gemacht. Hat überlegt umzudrehen, zu gucken, aber ja, bitter blöd. Und ein paar Meter weiter stand ein Reh am Straßenrand. Das habe ich nicht überfahren. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, so, okay, dann fahre ich jetzt die ganze Strecke relativ langsam nach Hause. Na gut, ihr Hübschen, also bei uns ist jetzt hier Feierabend. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen schönen Tag, wie auch immer, wann ihr das Video gerade guckt. Wir sehen uns dann beim nächsten Vlog und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.